Und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jurassic World Revelation. Mit mir dabei ist der Sandrik. Hi! Und der Hale. Hallo! Und los geht's! Ja, wir haben gestern hier so ein bisschen Station gemacht in diesem Dorf hier, weil wir einfach nicht so weit vorangekommen sind. Wobei, wir haben jetzt in den letzten paar Minuten, gestern, haben wir ziemlich viel Weg hinter uns gelegt. Also wir sind jetzt noch bei 1100 Metern bis zur Base zurück und wir haben hier ja einen Megaberg entdeckt. Genau. Ja. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal so in der Nähe vom Berg vorbei, oder? Dass wir jetzt nicht so weit nach oben hüpfen müssen, aber diese Melonen. Haben wir schon Melonen bei unserer Base? Eine haben wir, glaube ich. Dann baue ich hier nochmal welche ab. Man kann auch diese, da gibt es auch diese Melonen-Dingerchen im Boden, oder war das auch wieder nur bei DNS? Ich glaube, das war auch nur wieder bei DNS. Also ich gehe schon mal so ein bisschen mit dem Berg anschauen. Ja, ich bin hinter Hale direkt. Denn ich finde den ziemlich interessant. Und vor allem so mit so blauem Stein. Ja, das ist so ein bisschen... Dann gehe ich doch dahin. Ich dachte, das hält uns jetzt halt auf, weil wir zurück wollten zur Base. Ja, aber wir können nicht diesen Berg einfach links liegen lassen. Dann sagen die Leute, hey, warum guckt ihr euch nicht diesen schönen Berg an? Ihr macht so viel am Rumlaufen und das, was wirklich interessant ist, lässt er links liegen? Nein, ja gut, das stimmt, kann man schon so nicht machen. Aber irgendwie, ich bin gerade so blöd, ich falle immer runter. Ist das Crack Rock? Das ist also wie Cobblestone. Gefärbter Cobblestone. Muss auch mit der Spitzhacke abgebaut werden. So, ich bin jetzt mindestens auf diesem Mittelplateau, wo diese Art Höhle ist. Auch. Voll geil. Sieht schon krass aus. Ja, ich mache hier auch mal ein paar Bildchen und so. Oh, ich muss essen. Deswegen, Leute, ihr dürft euch nicht wundern, wenn mal mein HUD kurzzeitig ausgeblendet ist. Immer dann mache ich Bilder. So, jetzt bin ich hier auch satt. Laufen wir Maggi mal hinterher. Weißt du, ich bin noch am Überlegen, ob wir hier oben rüber gehen oder. Hier ist gerade ein Chunk nicht geladen bei mir, oder ist das. Ja, bei mir ist hier ein Chunk nicht geladen, das ist natürlich ärgerlich. Ach, Leute, sowas mag ich nicht. Ich kann hier nicht langlaufen. Ja. Hier ist Wasser auch. Ja. Ja, ich bin hier. Ich komme hier nicht weiter, denn hier ist eine ganze Reihe nicht geladen. Da hinten geht's ein bisschen rein. Weil wenn ich hier langlaufe, falle ich runter. Wo die Herrschaften sich hier befinden. Wie war das mit Sneak F3? F3 und A. Ach, die sind ja ganz da oben. F3 und A kannst du Chunks nur laden, aber wenn das so eine, wenn das so ein komplette ja, das bringt nichts. Loch das ist, dann probiert. Und Server nicht generiert, losgeschickt, weiß ich nicht. Musst einmal neu auf den Server connecten. Ich muss auf den Server neu connecten. Also du auf den Server neu connecten. Also, dann machen wir hier mal kurz ein Disconnect und ein Neu-Connect. Und schon ist es wieder da. Maggi hat recht gehabt. Gut. Ich hatte Maggi recht gehabt. Ja, unser Wandelslexikon hat immer recht. Nein, ich komme nicht weg. Sieht echt cool aus, muss man schon sagen. Sieht echt cool aus. Alter, da hinten geht's noch weiter. Ach man, Welt baue ich auf. Da hinten fliegt sogar ein Stück Berg, glaube ich. Vor allem mit diesem Jungle hier im Nebengrund. Bleib mal kurz da stehen. Ah, ich rutsche hier immer runter. Ja, das ist Screenshot. Ah, jetzt ist auch der... Das ist echt riesig. Der Junge da. Der läuft einfach weiter. Da hinten, dieser fliegende Berg da. Der gefällt mir wirklich. Ja, da ist ein, wie nennt sich das, Überhang? Die sind überall fliegende Berge. Ach, hier vor mir ist der fliegende Berg. Das riesenfliegende, denke ich. Ich weiß nicht, ob der wirklich fliegt oder ob er... Nee, der fliegt hier tatsächlich. Der fliegt wirklich, ja. Interessantes Biom. Crack. Ja, wie weit sind wir denn noch von der Base weg? Die ist noch 1075 Meter weg. Das weil wir auch nicht in die Richtung von der Base laufen. Ja, wir laufen mal langsam wieder Richtung Süden. Ja. Wir müssen durch den Jungle uns jetzt durchkämpfen hier. Ja, okay. Aber ich beginne schon, also ich gehe hier am Berg gleich schon Richtung
unten so ein bisschen. Was war denn das hier für ein komischer Stein? Hier runterkommen wird schwierig. Was? Hier können wir runter. Wo du gerade vorstellst. Baby Dragon Spawn Egg, okay. Ja. Klingt gut. So, also ich bin jetzt unten. Ja, krass, der Vulkan ist näher als unsere Homebase. Wir sind sehr weit abgeschlagen. Oh, da sind Melonen. Melone mit. Kakaobohnen gibt's hier auch. Oh, Junglewood haben wir aber, ne? Das hatten wir schon mitgenommen. Beziehungsweise in den diversen Outpost-Kisten versauern die ja jetzt. Stimmt. Sonst glaube ich mal, es gibt ja solche Backpacks. Oder sowas müssen wir uns mal mitnehmen. Haben wir Ender ja auch hier drauf? Ja. Da gibt es ja die Ender-Backpacks, die sind halt ziemlich geil. Das ist wie eine Ender-Kiste, die werden auf einen Code konfiguriert. Und dann ist das so ein Rucksack, der verbraucht einen Platz im Inventar und da kann man dann einfach reinschmeißen. Und es kommt dann direkt in die Ender-Kiste. Und da ein AE-System hinten dran hat den Vorteil, dass man dann natürlich direkt quasi von unterwegs ins AE einspeichern kann. Ja. So. Das hätten wir machen sollen. Dafür brauchen wir erstmal ein AE. Das müssen wir auf jeden Fall für die nächste Expedition müssen wir uns das einrichten. Wir haben ja noch kein ME-System bei uns zu Hause. Ja, aber ich habe ja das Charge Certus dabei. Also ich werde mich jetzt primär darum kümmern in den nächsten Folgen. Wir haben auch schon in der Base Charge Certus haben wir schon da. Was habe ich denn hier für eine... Dass wir ein ME-System an den Start bringen. Unser Kistensystem können wir ja in einer gewissen Weise trotzdem auch behalten. Aber halt die Massenspeicherung muss einfach in den ME rein. So, mal, wir willst du hier ein bisschen scharfe Scheren? Wir brauchen nämlich auch für Kabel bald Sheeps. Ja. Da wär's dann aber. Ja, wir brauchen ziemlich viel Wolle. Ich würde vorschlagen, dass wir sogar eine Schaffarm noch anlegen. Wir müssen aber, das haben der Harl und. Das haben der Maggie und ich gestern festgestellt. Wir müssen unser. Ich hab hier ein ganz komisches Geräusch. Irgendein Monster oder sowas. Ist ja cool, du kannst hier hochlaufen, oder? Das liegt an den Dorf absichern. Nee, doch nicht. Ja, du kannst an den Lianen halt hochklettern. Ach doch, an den Lianen, ne? Aber wie? Nicht immer. Ach, da muss ein Block hinter sein. Cool. Affe müsstest du, du als Affe müsstest das doch wissen. Ja, nee, ich bin doch so ein Stadtaffe. Okay. Dann siehst du jetzt mal deine... Hinten brennt ein Baum. Mein natürliches Umfeld. Ja. Wenn da ein Baum brennt, ist da entweder Lava in der Nähe oder irgendwas Guck anderes. Mal, Böses. Hier ist ein Schaf, das könnt ihr scheren. Muss Maggi machen, der hat das Messer. Die Schere. Geht ja zum Glück relativ schnell. Über den Berg oder durch den Berg? Über den Berg. Wir können uns natürlich auch das große Ziel setzen, dass wir die ganzen Outposts mit Eisenbahnen miteinander verbinden. Ich denke, es gibt keine Railkraft. Was gibt hier Eisenbahn. Ja, von normalen Minecraft gibt es doch auch. Also einfach mit Minecarts verbinden. Ja. So, und hier geht es dann jetzt wieder runter. Natürlich, wo es hochgeht, geht es auch runter. Ich habe, glaube ich, hier ein neues Tier entdeckt. Das steht hier auf dem Baum drauf. Die müsst ihr echt aufpassen. Hier geht's tief runter. Hier geht's richtig, richtig übelst runter. Ich höre hier Schafe meckern, aber das sind keine Schafe. Das ist irgendwas anderes. Ja, ich merke das schon. Dass das runtergeht. Das ist eine Ziege. So eine Bergziege habe ich jetzt gerade hier entdeckt. Ja. Das ist eine Kiste. Laufende Kiste. Das ist ein Hut, glaube ich. Ja. So, hier geht's jetzt runter. Ja, ich glaube, ich bin wieder unten. Hier ist auch Gewässer. So ein See. Ja. Nein, ja, da müssen wir natürlich auch noch uns ein Tor ins Nether bauen. Und mal gucken, wie, dass wir dann irgendwie Safari-Netze bald bauen können. Da brauchen wir ja Gas drehen. Ja, wir haben ja diese normalen Schafe, also diese Spawn-Dinger-Schafe irgendwie. Da haben wir Spawn-Dinger-Schafe? Ja, diese nennt sich Sheep. So, und sieht aus wie ein Schaf, nur in 2D und es schiebt und liegt im Inventar. Und davon haben wir auf jeden Fall ein paar in den Outposts liegen. Und letztendlich brauchen wir nur zwei Schafe, dann kann die Zucht ja beginnen.
So, da. Oh, hier ist eine Höhle. Und hier ist ein. Ich dachte gerade ein Creeper. Dabei ist das ein Schaf mit einem Hut, Creeper-Hut auf dem Kopf. Das ist ein Schwein. Schwein, ja. Das ist eine Ziege. Also hier sind auf jeden Fall Bienenstöcke. Ja. Hier krabbelt irgendwas, das sieht gefährlich aus. Weil wenn irgendwas in der wilden Natur neonfarben ist, dann ist das meistens Achtung Gefahr. Ja, das stimmt. Du meinst diese, aber die laufen weg. Die Stinky Bugs. Der läuft aber genau in die Richtung, die ich auch möchte. Das mag ich nicht. So, es wird auch langsam dunkel draußen. Wir haben jetzt mittlerweile 19 Uhr. Wir müssen uns irgendwo eine Basis einrichten. Vielleicht hier am See. Ich mag ja immer so Basen am See. Oh, hier ist aber... hier ist auch irgendwas Hydrolisk. Irgendwie sieht gefährlich aus. Das Ding hat 100 Leben. Das klingt nach viel. Ich habe euch aus den Augen verloren. Ihr seid bei mir ganz... Ist hier lustig. Klingt wie eine Katze. Ich glaube, es gibt aber auch friedliche solche Tiere. Das könnte nämlich ein kleiner Drache sein. Nicht so kleine Drachen. Wollen wir unsere Base ist irgendwie ganz in meiner Nähe, aber ich sehe ihn nicht. Sollen wir auf die andere Seite noch rübergehen? Ja. Wir sind hier im Wasser. Wobei im Wasser ist es auch nicht mehr sicher, gell? Das stimmt. Das ist hier so ein See, der ist safe, der ist safe. So, ja, hier habe ich auch wieder so ganz interessante Oaks und da ist auch wieder so ein Ding drin. Und es nennt sich Beehive. Ja. So, wo wollen wir jetzt mal die Basis hinbauen? Halle, Halle. Oh, geil! Jawohl! Endlich! Artgerechte Nahrung. Cool. Bananen. Banane. Ja, wollen wir hier dann, wollen wir hier mal uns so ein Dings reinbauen? Ja, mach du mal. Ich sag dir ein bisschen Holz. Ich werf dir deine Banane zu. Komm mal mit drauf. Ja, gut. Ich bin tot. Du bist tot. Ich bin tot. Ja, ich hatte von hinten einen Zombie angegriffen. Ich habe es nicht gemerkt. Das ist jetzt natürlich saublöd, weil ich bin hier bei Outpost 13 jetzt. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Mein Deathpoint ist 1100 Meter weg. Und wie wir wissen, war die Reise eben gerade nicht sehr einfach. Stimmt. Kurz bevor die Basis gebaut war. Ärgerlich. Aber ich bin ja selbst schuld. Ich wollte ja unbedingt auf die andere Seite zurück. Ja. Hier irgendwas sowas Krabbeliges. Ich hoffe, ich laufe jetzt zum richtigen Deathpoint. Ich muss nach Westen. Nee, ich muss nach Osten. Wir sind bei 49.677. Ja, ich habe so viele Death Points gerade auf meiner Karte. Ich muss die mal irgendwie alle wegmachen. Welcher war denn jetzt der? Du musst auf jeden Fall nach Osten laufen. Kommt wieder eine Jumpy Bug. Okay, mal das, was ich. Da hinten sehe ich es. Ach du Scheiße. Ich bin noch nicht mal beim Dorf. Boah, Leute, das ist jetzt natürlich saublöd. 600 Meter allein ist das Dorf weg und dann nochmal. Hier ist noch ein Death Point, den kann ich irgendwie auch mal ausblenden, glaube ich. Es dauert ein bisschen, bis du hier bist. Scheiße, scheiße, scheiße. Was macht denn hier immer diese knacksenden Geräusche? Ist das diese kleine Libelle, die hier rumdüst oder was? Sollen wir dich herziehen, Hale? Ja, ich glaube, das macht Sinn. Mach das mal. Das ist zwar, sagen es wieder viele, es ist gecheatet, aber... Zuerst mich oder zuerst den Hale? Immer... Erst Hale, dann... Ich kann auch... Genau, merci, vielen Dank. Ja, auch wenn ihr sagt, das ist gecheatet... Bringt ja nichts, wenn ihr jetzt irgendwie stundenlang durch die Gegend läuft. Genau. Haben wir denn noch ein bisschen Wolle da? Ja, ich kann noch ein Bett machen. Ein Bett gebaut werden, ja. Es ist noch Wolle da. Und hier hinten ist Eisen. Jetzt habe ich da alles reingelegt. Ach, Entschuldigung. Ja, danke. Also, das ist Bett. Ich habe hier gerade ein bisschen Eisen rausgeholt. Ja. Kann ich da aber keinen. Eine Tür müsste noch gebaut werden.
Hab sie. Das ist gut. Ich nehme mal die ganzen Eier und sowas nehme ich mal mit. So. Und meine Boote kann ich auch noch mitnehmen. So. Jemand hat sein Taumium hier abgelegt. Habe ich irgendwo in der Kiste gefunden. Kannst brauchst du doch bestimmt zum Reparieren, oder? Und hier wäre noch eine Kettenrüstung. Für jemand, der... Ja. Schlaf. Queen Bee, okay. Iron Axe Sharpness. Das habe ich auch noch gefunden. Cookie! Ja, dann würde ich sagen, lasst uns doch direkt mal schnell schlafen legen. Und dann kann es auch gleich weitergehen. Dass wir in der Folge noch mal ein bisschen mehr schaffen. Ja, genau. Gut. Ja. Auf jeden Fall jetzt hier schlafen. Steht jetzt hier dein Dingsbums, wurde dein Schlafpunkt wurde neu festgelegt? Steht bei mir nämlich nicht. Ich stehe auch nirgendwo. Ja, ist eine gute Frage. So, wir müssen jetzt hier oben weiter. Hier haben wir ein Monster. Zombie, wie heißt der? Zombie Pirate. Pirat. So, ich bin jetzt hier mitten im Dschungel. Ich sehe ihr auch. Können wir natürlich mal ein Dschungelbild machen. So. Ich bin ganz schön zurück, weil ich hier keinen Weg finde. Aber jetzt geht's, glaube ich. Ja, ja, das Problem, das kenne ich. Ich habe mich da auch irgendwie durchgeschlagen. Du warst gerade nicht zu hören. Lost im Jungle. Ich sagte, ich habe mir auch so einen Weg dahin geschlagen. Hinten ist irgendwas Schwarzes auf der Karte. Schwarze? Ich glaube, hier fängt eher diese Wüste jetzt gleich an. Ja, aber davor, da ist irgendwie so ein Viereck, so ein schwarzes Viereck. Oh, ich wäre fast runter. Oh, ich bin fast da runtergestorben. Bei mir? Mit hier in der Nähe, weiter nach Osten. Nach Osten? Was? Ich bin gerade irgendwie Richtung Westen, weil ich hier runterkomme. So, ja, ich sehe es. Ich sehe, was du meinst. Ich laufe da auch mal hin. Du bist gleich da, ne? Ja, ich bin jetzt tief. Oh, hier geht's tief. Ne, hier ist eine Schlucht, eine Höhle. Hier ist irgendwie was ganz Komisches. Also nichts Besonderes, sondern es ist. Nee, ich glaube einfach, weil das hier so ein Loch im Boden ist. Das ist das, was man hier sieht. Ich glaube, das ist dieses. Das ist wieder so ein Obsidian-Totem. Ach so, dann sollen wir das ganze Biom. Ja, dieses Biom hier. So, und jetzt fängt doch hier drüben langsam wieder dieses. Dann sind wir fast zu Hause. Ah! Was denn? Da ging es runter. Ja, hier ist doch auch, hier startet man doch auch in der Welt. Hier ist der Urspawn, sozusagen. Ja. Guck mal, dann packen wir es in der Folge noch nach Hause. Das ist gut. Zu Hause hat sich ein bisschen was verändert. Der Hale hat es jetzt noch nicht gesehen. Der Maggie und ich haben ja schwer umgebaut. Ja, schwer. Ganz doll. Mal gucken, was der Hale dazu sagt. Gucken, ja, genau. Was ihr dazu sagt. Hier steht eine Tür mitten im Nichts. Warum? Bitte nicht. Ach, das ist okay. Jetzt verstehe ich, was ihr da gebaut habt. Alles klar. Das ist so eine natürliche Schutz. Okay, kann man mal machen, ja. Und wo kommt man jetzt hier lang? Da muss man jetzt hier rumlaufen dann. Was ist denn das für eine komische Wand? Eine Wand. Ah, XP-Absauger habt ihr auch schon gebaut, das ist gut. Ach, deswegen keine Fenster. Ah ja, weil ihr die Regale hingebaut habt. Endlich hier. Ja. Endlich wieder zu Hause. Mich schon viel leichter. Okay, dann habt ihr. Alle, fällt dir was auf? Ja, ja, ich sehe hier schon, ich sehe hier schon. Das ja, muss man. Magi und ich haben uns nämlich gedacht, jetzt haben wir schon so große Fenster.
Wir hätten dann auch gerne, dass man hier auch rausgucken kann. Deswegen haben wir unsere Sortieranlage nochmal komplett neu gebaut. Das hier sieht ganz nett aus für den Anfang, aber das muss noch besser gemacht werden. Das geht Was noch denn? besser. Diese Iron Ja, Bar. das geht noch Und mit zwar mit Chisel und Microblocks dann besser, Glas. ja. Oder so. Ja, aber das sieht doch schon mal ganz gut aus, so, ja. Und Noch vor allen Dingen nichts. können wir jetzt hier oben in der Kiste die Sachen reinwerfen, die wir dabei haben, und sie werden Hier automatisch einsortiert. gibt es noch Ecken, da kann man runterfallen. Ja. Ach so, welche ist dann die automatische Ich werfe alles rein Kiste? Und Hier oben, wo ich jetzt gerade stehe. dann müssen wir da ein Schild hinhängen, so alles Reinwerfkiste. Ist dann auch hier so Eisenohr, werden die auch direkt in die Öfen transportiert? Nein, das Haben ist wir noch noch nicht nicht. gemacht. Das ist noch nicht. Das wollten wir uns für die Folgen aufsparen. Aber hast du denn auch schon gesehen, dass es hier es gibt hier keine Leiter mehr nach unten? Ja, ich habe gesehen, also ich war schon runter auf dem Weg nach unten. Ach, einen Fahrstuhl habt ihr hier gebaut? Ja. Geht aber nur nach oben. Der funkt nach Nach oben. oben. Was ist denn hier oben? Zwar ist das hier unser Aussichtspunkt, falls wir mal gegen Monster kämpfen Okay, müssen, sollen können wir hier auch von die hier aus Betten hingestellt runterschießen. werden, oder? Da hinten ist eine Biene, Könnte nein? auch Ist das jetzt erste hier. neue Monster. Wo? Weg da hinten fliegt sie irgendwo rum. Da fliegt sie rum. Da. Sieht jetzt nicht so beeindruckend aus, Oh aber ja, doch, die ist sehr die ist ein groß. ganzes Stück weit weg. Riesengroß. Mal gucken, ob ich drauf zoomen kann. Alles Reinwerfkiste, das ist ja ganz Da. gut. Ja, dann will ich mal hier weiter nach unten schauen. Was haben wir denn hier? Hier habt ihr noch Kohle in der Wand drin gelassen. Hier ist die alte Treppe, die habt ihr Sind auch zwei gelassen. Bienen da? Alles noch nicht so wirklich Hier viel. sind jetzt die Betten, okay, die sind aber oben schöner als hier beim Ja, Reaktor. aber wir hatten irgendwann mal Monsterprobleme und dann wird hier unten gestellt. Ach So, jetzt so. zeige ich euch auch mal, wie es hier aussieht. Es geht jetzt hier eine Treppe runter. Die ist halt auch noch nicht so komplett fertig. Wir haben nur mal so ein bisschen was gebaut und damit wir uns diese Leitern sparen, geht es jetzt hier auch per Treppen. Kommen nach ganz nach unten und hier geht es in unsere andere Sortieranlage. Und ich würde sagen, wir erzählen euch dann mal in der nächsten Folge, wie das so funktioniert hier mit unserer Sortieranlage. Die ist eigentlich ganz gut geworden. Wie gesagt, der Ja. Umbau, den haben wir extra im Off gemacht, weil der Umbau hat 5 Stunden gedauert, bis alles hier lief und bis wir alles untergebracht hatten. Und es gibt hier oben immer noch Kisten, nämlich diese hier, die Sachen aufnehmen, die nicht einsortiert werden können. Das ist halt immer noch eine ganze Menge. Ja, das Deswegen, es stimmt. macht halt auch echt Sinn, ein ME-System zu haben, um einfach so sinnlose Sachen einzuspeichern. Ja. Es ist nicht sinnlos, das Zeug, was hier drin ist, sondern es ist einfach so, da haben wir noch nicht festgelegt, wo es reinlaufen soll. Ich werde jetzt hier schon mal ein paar Sachen noch rausnehmen. Das ist übrigens eine neue Rüstung für dich, die auf der rechten Seite. Die hier? Ja. Topper's Chestplate, kann die was? Ja, die können, also wenn du die Gesamtrüstung anhast, dann kann sie was. Also man muss dann alles anhaben, ja? So, ich sammle mal hier gerade so das Material raus, was wir. Dafür haben wir So, nämlich ich schon eine glaube jetzt Kiste mal alles festgelegt. hier. Allerdings ist es so, dass Eines das und noch noch nicht das andere automatisch ist da ausgelöst. reinläuft, weil die Kiste für die Barren, die befindet sich nämlich noch nicht im Sortiersystem. Da werden wir uns vielleicht mal darum kümmern, dass wir so ein bisschen auch so ein ME-System anlegen. Und das können wir ja dann in einer der nächsten Folgen machen, würde ich sagen. Ja? Was Ja, sind denn für klingt gute gut. Boots? Machen wir es mal so. Oh, jetzt bin ich Kannst du verzaubert. Haste 2, Speed 2 und Resistance. Kommt das hier aus den Period Boots? Nee. Das machen die einzelnen Teile. Jedes Teil gibt den Effekt. Ah ja. Die Hose noch austauschen, die gibt dir nämlich auch noch einen Ich guten habe auch schon Effekt. eine Hose. Ich habe da. Ja, aber nicht keine gute Hose. Also jetzt so halt, aber. Die andere ist besser, meinst du? Ja. Jetzt habe ich hier die Magic Protection 1 und die andere ist Projektil Protection. So, wir gehen auch mal hier Also, drauf und nimm ich mal habe auch die. meine Rüstung hier liegen, Oder die ist haben die wir uns gestern. Amethyst besser? Die Amethyst ist besser. Ah ja, okay. Damit bekommst du dann nämlich noch Stärke als Effekt. Damit Stärke. Aber jetzt habe ich Und immer diese dann. komischen Dinger um mich rumfliegen. Kann man das abstellen? Nee, ne? Doch, du kannst irgendwie die Partikel abschalten. Der Magi und ich haben uns gestern, weil so viele Monster kommen, auch noch einen Bogen gebaut.
Und diesen Bogen, da müssen wir dir auch noch einen bauen, oder hast du drei gebaut? Ich habe nur einen gebaut. Du hast also den einzigen Bogen. Ich habe den einzigen, ich dachte, du hättest auch einen. Nein. So, so. Ach, jetzt hat jeder von uns so ein Ding. Nee. Irgendwo ist hier jemand zu besuchen. Oh, hier ist eine Tür. Ja, nee. Ich wollte. Ah ja, okay, die Tür, die geht dann bis ganz nach unten, ne? Ja. Brauche halt einen Pfeil. Irgendwo in der Monsterkiste. Ich bewege mich auch schneller. Ja, ah, ja durch klar, Speed. Hey, wir haben eine Pfeile da. Das ist nicht doch in der Monsterkiste oben. Nee, in der Monsterkiste ist keiner. Nein, hier. Da. Wir haben doch eine zweite Monsterkiste. Ja, wo bist du denn? Ja. Da. Und wo kommt dieses ganze, diese ganzen magischen Dinger her? Von Monstern, oder? Nee, das sind von der Rüstung halt. Das sind diese Gems. Hier unten im Keller ist eine Kiste mit Gems. Alle, kommt doch mal kurz hier hoch. Ja, ja, bin ja unterwegs. War wie eine Kiste mit Gems. Im Keller ist... Ach, wir haben eine Biene zu Besuch. Ja, ich will dem Halle mal den Bogen geben und, Biene? Alle, guck mal hier, nimm mal das. Dann komm mal nach oben. Und nimm mal den Pfeil. Ich habe eine komische Störung gerade. Meinst du, sie ist das... Das ist die Biene, die draus. Wo ist die denn? Aber ich weiß nicht, wo sie jetzt lang hin ist. Klettert hier irgendwo rum. Da ganz hinten ist sie. Ich hätte gesehen, dass du jetzt den Bogen hast. Ja. Ach, da hinten. Vielleicht auch nochmal rausgehen und mal gucken, ob wir sie draußen erwischen. Ich habe sie gesehen, die ist irgendwo da in die Richtung. Ja, hier war sie irgendwo. Vorführeffekt war. Ja. Das ist jetzt doof. Ich. War doch gerade noch hier. Ich habe dich doch hochgerufen, da schwirrte die noch vorm Fenster rum. Ja. Feuer macht der Bogen. Ich hatte den Strauß jetzt erledigt einfach nur. Tu mal nicht ausziehen, sondern einfach nur ganz schnell hintereinander klicken. Ich habe noch einen Fall gehabt. Ja, ja. Drück mal ganz schnell hintereinander. Oh, hier ist, hier ist irgendwas. Ach, ein großer Frosch. Ach so, der verbraucht gar keine Pfeile mehr. Ey, geil, der Frosch gibt Schleim. Habt ihr das schon gesehen? Ja, habe ich schon gesehen. Cool, ich habe zwei Schleims. Irgendwas stirbt hier, aber ich sehe es nicht. Ja, ich habe es auch schon gehört. Also man muss nur einen Pfeil im Inventar haben und dann kann man einfach rumpfeilisieren. Ja, ja. Maggi, sind die Jürgen teuer? Bauen. Können wir davon drei Stück bauen? Die sind teuer, ja. Brauchen wir noch ein bisschen was. Die klingen auch noch teuer. Wo ist denn diese Biene? Und sie verbrauchen sich auch, ne? Ja. Da hinten sitzt was ganz Großes. Wo? Was ist da hinten bei dir? Die Richtung, wo du läufst, sitzt ein ganz großes Monster. Hier ist... Ja. Was ist das komische Ding da? Das kann sich teleportieren. Ja, das ist, glaube ich, irgendwie so ein riesen Enderman. Was sind sie? Hinter die Halle. Das ist ein Ender-Sense-Man. Ja, aber der bringt dein Pfeil nichts. Oh, guck mal, hier hinten ist ein Riesenskorpion. Oh. Und was bist du hier? Ach, du bist dieser Enderman. Ja, doch, ich hab noch getötet, oder nicht? Ja, dort. Mit Pfeilen verjagst du den immer. Ach so. Kannst du ja mal den Riesenskorpion... Oh, Vorsicht, hier ist... Da hinten ist dieser Riesenskorpion. Ich habe da schon ein paar Pfeile drauf geschossen, aber der ist ganz schön hartnäckig unterwegs hier. Ja, der hat eine... Alter. Ja. Lustige Geräusche. Aber irgendwie. Ich kann nicht mal sehen, wie viel ich dem schon geschadet habe.
Drittel, noch nicht mal. Ja, 267 von 300. Dem Großen? Ja, der Große. Okay, krass. Ja, Muss dann ich würde ich mal einen sagen, Trick gehen wir machen. nochmal zurück und beenden die Folge im Haus. Wir sind schon wieder überzogen. Ja. Oh, Treibsand, 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 Treibsand. Da hilft eigentlich nur Vein Miner. Noch mehr Treibsand. Ja, am besten, wenn ihr in Treibsand geratet, dann macht am besten Vein Miner, weil da kommt ihr nämlich dann wieder raus. Es wird halt gleich eine große Fläche weggemacht. Sammelt hier nochmal auf, was hier so alles runtergefallen ist. Hier ist zum Beispiel eine Sternschnuppe eingeschlagen. Da sollte man auch hier Deswegen ist hier so Zeug noch viel mitnehmen. Sand. Und warum ist hier Eisen? Naja, egal. Vielleicht. Ja, wir müssen auf jeden Fall unsere Base noch absichern, damit. Da hinten ist schon wieder so ein Ding. Ich weiß nicht, was das ist. Was für ein Ding? Ein geflügelter Enderman oder sowas. Ja, das ist der Enderman. Irgend so ein. Wir sind hier halt. Eine Sternschnuppe runter. Und eine Sternschnuppe kommt. Ich bin im Öl, ich bin im Öl. Öl, 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 Öl. Öl ist ganz scheiße. Was muss ich denn packen? Ich habe ein Problem, ich habe irgendwas ist hier über mir. Ich muss mich raushauen. Oh, Ich sterbe, Sand. ich sterbe, ich sterbe. Warte, 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 warte. Ich bin gleich tot, ich kann nichts mehr machen. Ich bin. Ja, ich bin im Treibsand. Nein. Kann mich mal einer zu euch ziehen? Ich bin schon Bist wieder. du? Ich bin in unserer Jungle Base. Danke. So, wo ist jetzt mein Was? Grab? Komme ich dazu überhaupt dran? Irgendwo da, ich denke auch irgendwo da unten. Öl. Voll die Action am Ende von der Folge noch hier. Ja. Ja, vor allem, eigentlich wollten wir ja gerade beenden. Das überziehen wir schon wieder. Wir sollten vielleicht die Folgen doch wieder auf 20 Minuten einstellen, uns, Aber dass ich wir sehe dann dein Grab. pünktlich mit Überziehung auf 25 Minuten beenden. Boah, hau ab, du scheiß kleiner Miniskorpion. Keine Lust, den Enderman anzuziehen, der da hinten noch rum hausiert. So, hast du dein Zeug wieder? Nee, ich bin jetzt gerade erstmal dabei, irgendwie hier. Oh, Leute, diese blöden Monsters. Da drunter ist dein Grab da, wo du jetzt hinsitzt. Ja, das Blöde ist halt, Sand fällt nach unten, ne? Ja, aber mach das Öl auch gut weg. Da drunter, den Block. Oh. Gut funktioniert. Ja, ich habe den Treibsand gerade weggemacht. Der Ender Reaper ist jetzt hier. Siehst du Jetzt deinen sehe Tod? ich's, jetzt sehe ich's, jetzt sehe ich's. Todespunkt, ich ne? bin da. So, ich habe auch wieder alles. Dann gehen wir jetzt ins Haus und beenden diese blöde Folge. Ja, die Folge noch sehr interessant jetzt am Ende. Wir zerstören hier voll die Landschaft vor unserem Haus. Es ist aber auch mittlerweile, hier ist ja überall. Wie viel Öl ist das denn? Wir müssen da mal irgendwie, wir müssen das mal abpumpen. Ja, wir müssen es sowieso abpumpen, weil wir brauchen das ja auch. Ja. Wir sollten aber auch mal Ich bin dafür schon wieder sorgen, klinisch dass. gleich tot. Ich hab ja. Ach du Scheiße, ich muss irgendwie. Schaffst du es noch, oder soll ich kommen? Nee, ich schaff's noch. Du musst mir hinter die Tür hinter Mach mir die Tür zumachen. zu. Ja, mach die mal bitte zu. Ich muss einfach nur irgendwo hin. Was ist denn hier los? Hier ist irgendwie das Dorf halb zerstört. Ja, wir Aber müssen auf schon. jeden Fall das Dorf absichern und überall noch Fackeln aufsetzen, damit hier das Dorf dann wieder bewohnt werden kann und wir das Ganze hier dauernd die Luft gesprengt bekommen. Wir sind ja reingekommen. Wie ist der Ja, reingekommen? über einen Block Kaktus können die noch Ach laufen. so. Die Kakteen müssen erst wachsen. Aber wenn wir jetzt ein bisschen länger in der Basis sind, dann sollte das ja gehen. Gut, ja, dann gehen wir mal alle schlafen jetzt. Ja. Gut. Und damit verabschieden wir uns, denn der Sandträger ist auch noch im Bett liegt. Leute, macht es gut. Bis morgen. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.